Also die Kollegen vom Meteo, die stehen heute garantiert mit dem Schirm auf dem Dach. Und wo es mich hin verschlägt, da sehen wir jetzt gerade. Ich habe eine Adresse, Hof Mattenweg 19, Wohlen, Kanton Aargau. Und ich habe Geld. Ein Franken. Wo macht ein Franken einen Unterschied? Vielleicht irgendwo so in einer Notschlafstelle oder so, wo man so symbolisch muss können, einen Franken zahlen, dass man dort eine Nacht verbringen darf. Mein Schirm geht schon. Schau. Gehen wir. Mona Fetsch unterwegs in Aargau auf Wohlen. Das ist so trist, es ist schon fast wieder schön. Rechts abbiegen auf Talbisgässchen, dann geradeaus auf Hofmattenweg. Wow, was ist das? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Brigitta. Das freut mich. Mona. Brigitta. Ich weiss es mal immer noch nicht. Du weißt es noch nicht? Nein. Ja, wir sind hier vom Tischlein deck dich. Tischlein deck dich? Tischlein deck dich. Nahrungsmittel für Leute, die nicht so viel Geld haben. Stimmt genau. Das? Und gerettete Nahrungsmittel. Okay. Also weißt du, Nahrungsmittel, die man nicht kann weiter verkaufen. Und ich habe einen Franken bekommen. Ja, das ist aber schön. Mit dem kommst du rein. Also. Die Brigitte und die anderen Freiwilligen geben dem Mona Einblick in die Welt von denen, die nicht einmal genug haben zum Essen kaufen. Ja, für was muss ich meinen Franken abgeben? Du darfst rundherum laufen. Das ist so ein symbolischer Betrag. Also es ist nicht gratis, sondern ein genau. Franken musst du wie geben. Genau. Ja. Essen verteilen an Armutsbetroffene. Das ist Mona mittendrin. Was möchtest du für Brot? Eine Gipfeli. Gipfeli. Zum Beispiel das da. Danke. Du hast wie viele Kinder? Drei Kinder. Drei Kinder hast du? Ja. Ja. Es gibt zwei. Nochmals Gipfeli? Ja, bitte. Und wie viele Mal könnt ihr denn in der Woche? Einmal. Während dieser Stunde. Ja. Immer eine Stunde. Okay. Ja. Kommen darf nur, wer vom Sozialamt eine spezielle Lebensmittelkarte bekommen hat. Karotten. Ah, da haben wir auch so ein bisschen die verbrochenen und Die krummen und die zu grossen. Die, die alle im Laden so ein bisschen aussortieren. Ja, genau. Die verteilen ja. Möchtest du? Der Andrang ist gross. Etwa 70 Bezügerinnen und Bezüger sind schon da und es kommen immer mehr. Viele hier haben einen Migrationshintergrund. Auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind darunter. Ich treffe aber auch Schweizerinnen. Ich muss da schnell ein Wägelchen nehmen. Das ist meine zweite Kundin, Ingrid. Du kommst regelmässig? Jeden Mittwoch ja. Komme ich. Weil wir brauchen es wirklich. Ja. Ja. Was heisst, wir brauchen es? Also meine Freunde und ich. Ja. Ja, so. Also ohne kommt ihr da nicht durch? Nein. Was ist denn bei dir der Grund? Weißt, dass du jetzt an diesem Punkt stehst? Gut, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich falsch gemacht. Ich bin den falschen Weg gegangen, sagen wir es mal so. Ja. Und jetzt muss ich halt das Ganze ausbaden und probieren, das Beste daraus zu machen. Oder? Ja. Was hast du denn falsch gemacht? Ja, Abstürze und so Sachen. Also. Und ich meine, jetzt bin ich 57 und es sind 30 Jahre, nein, mehr als 30 Jahre zurück. Danke, Wilma. Jawohl. Und eine Gurke kannst du mir. Aber eine gute Gurke. Du weißt, eine gute Gurke. Es ist klar vorgegeben, wie viel jede Person überkommt. Abhängig von der Größe des Haushalts. Die Organisation Tischlein deck dich beliefert 150 sinnige Abgabestellen in der Schweiz mit Essen. Du, Brigitta, was kann ich dir helfen? Ja, jetzt. Tue ich dir etwas vorstellen? Ja. Suppi? Ich bin Mona. Suppi, hallo Mona. Freut mich. Was bist du?
Ja. Ich bin dann 3 Tage für dich zuständig. Ah, okay. Du fährst mit mir mit, wir gehen nachher weiter auf die Etikette. Was machen wir dort? Wir geben dort nochmal Ware ab. Okay. So wie da jetzt. Jetzt haben wir schon alles bereit gehabt. Ja, gell, schon alles fast weg. Hey, das ist ja wahnsinnig. Also, das geht das immer so? Ja, es muss alles fort, bis wir fertig sind am 11. Oder? Okay, alles fort, ja. Leute, die es brauchen können, gibt es genug. 700'000 Menschen leben in der Schweiz in Armut, erfahre ich. Nicht immer lange Sachen für alle, die anstehen. Es hat, solange es hat. Und schon geht es weiter. So, gut. Also jetzt kommst du bei mir mit. Das ist jetzt unser Tourplan. Ja. Jetzt waren wir ja gerade hier im Wohlen. Und jetzt heisst es, dass wir jetzt abfahren. Dann sind wir bei der Abgabe Dietiker. Ja, okay, genau. Gut. Und dann gehen wir das Zeug ausladen und das gleich wieder. Genau, das gleich wieder, ja. Super. Okay. Dann kannst du gerne einsteigen. So. Müssen wir los? Jawohl. Der Suppi arbeitet erst seit kurzem fest für Tischlein Deck dich. Es muss ja alles innerhalb von einer Stunde ausgeladen werden. Ja. Früher hat er als Pöstler Päckchen und Rechnungen gebracht. Heute verteilt er Esswaren. Ich bin so froh, bin ich kein Postpöstler mehr. Das hat mir nicht mehr so gefallen. Ich kann lieber mehr mit Menschen arbeiten. Und hast du dir klar, dass du das machen willst? Ja. Ja, wieso? Ja. Man lernt auch immer neue Leute kennen, sind meistens junge Zivildienstleistende. Ja. Und dann helfe ich auch den armutsbedürftigen Leuten, mache etwas Gutes. Und es gefällt mir auch sehr. Auch hier in Dietikon sind es lauter Freiwillige, die Woche für Woche Essen verteilen. 3'500 sind es schweizweit. Und ohne den Einsatz würde beim spendenfinanzierten Verein Tischlein Deck dich gar nichts gehen. Auch für das ist der Ömer dankbar, sagt er. Hast du noch Kinder zu Hause? Ja. Und zwei Kinder? Zwei Kinder, zwei Erwachsene. Ja. Und ist es dir schwer gefallen, am Anfang hierher zu kommen und das zu nehmen? Schon, aber wenn du hast keine anderen Möglichkeiten, was sollst du machen? Hey, alles Gute. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, schönen Tag. Merci. Ich bin Mona. Ich bin Mimosa. Mimosa, das freut mich sehr. Jetzt habe ich nämlich hier nicht so viel zu tun. Darf ich dich, soll ich Hochdeutsch sprechen? Ja, besser. Ist einfacher, gell? Die Mimosa ist aus Angola und hat eine tragische Flucht hinter sich. Sie ist seit 7 Jahren in der Schweiz, alleinerziehend und hat 2 Kinder zu Hause. Ohne Ausbildung und Arbeit hat sie die Hilfe vom Sozialamt beanspruchen. Mein Leben, ganz Leben war nicht so gedacht, einmal bekommen diese Seite mit der Sozialhilfe, keine Ausbildung, aber nicht. Du hast dir das Leben anders vorgestellt. Genau. Ja. Und danach habe ich gesagt, nein, ich muss Gas geben. Ja. Diese von Gas geben. Ich habe so meine Bereiterin gesagt, ich will Arbeit. Und jetzt hast du jetzt Arbeit? Ich bin jetzt bei Stadt Zürich in Altesheim. Gefällt dir? Ja, sehr gerne. Ja. Sehr. Ja. Das ist mein Chef, meine Kollegen, alles super. Ja, oh, das ist super. Ja. Aber es ist trotzdem, also du verdienst nicht so viel. Also es ist immer noch, du musst. Genau, ich brauche noch, weil ich bin alleine mit 70%. Das ist super noch. Aber eben, du hast gesagt, Gas geben. Ja, genau, ich habe schon Gas. Ja, ich sehe, du bist fest auf dem Gas. Super. Ich bin froh. Super, das freut mich auch. Danke vielmals. Ich bin sehr gefreut. Ciao, Mimosa, danke vielmals. Ciao. Tschüss. 2 Katzen habe ich. Wie? 2 Hege. 2? Also, nehmen Sie. Ja, darf ich nicht. Ja, gerne. Da in der Tasche. Ja, danke schön. Ja, einfach da reingehen. Ja. Ich fahr's, Adi wohl. Darf ich Weissmehl haben? Kommen Sie regelmäßig auch hier hin? Ja. Seit wann? Ja, seit 2 Jahren, seit der Mann gestorben ist. Ja. Bin ich leider angewiesen auf die Tischlendeckdich. Ja. Sie sagen leider? Ja. Ist da... Weil, ja, ich bin Insolventin. Haben sie mir die Pensionskasse gepfändet. Ah. Okay. Meine, ja. Man hat keine gehabt. Und ich muss noch Heimkosten retour zahlen. Haben sie mich aufs 1'100 abgesetzt. Das ist das Minimum zum Leben.
1100 Franken im Monat zum Leben. Ja. Also wenn ich die Tischler entdeckt ich nicht hätte, das würde nicht lange. Ja. Ich bin so froh um die Frau, die hier freiwillig für uns da sind. Ja. Ja. Aber eben, Sie haben gesagt, also, da ist, hat, haben Sie denn Schulden gehabt? Oder warum ist das verändert worden? Beim Spital, Pflegeplatz. Ich habe meine Mama in Pflege. Ich habe einen 16-Jährigen gepflegt und der Tisch ist nicht mehr gegangen. Ja. Ich musste dann aufhören zu arbeiten und hatte eine kleine Pension. Und die Mama hatte keine. Ja. Und die haben es mir gepfändet, weil ich den Pflegeplatz nicht mehr zahlen konnte. Aber also, da habe ich jetzt richtig verstanden. Also, Ihr Mann hat auch irgendwie ein Leben lang gearbeitet. Ja, wahrscheinlich ich auch. Ja. Ich habe 30 Jahre in der Druckerei gearbeitet, schwer gearbeitet. Wie war das für Sie, wo Sie wie gemerkt haben, es reicht so nicht mehr? Ich muss jetzt auch hier hinkommen. Ganz schlimm. Ich habe am Anfang, ich weiß nicht, die Frau, ob sie sich erinnern, ich habe nur brüllt. Kennen Sie? Ich habe nur brüllt. Ich habe mich so geschämt. Oh. Aber ich habe gelernt, Hilfe annehmen. Und ich sage allen, werdet euch helfen, lasst euch helfen. Aber darf ich fragen, warum haben Sie sich denn geschämt? Also, weil ich jahrelang immer gearbeitet bin und immer, es hat immer gelangt. Und auf einmal stehst du da und merkst es lange nicht mehr. Mhm. Du hast Schuld, ich hatte noch nie Schulden. Ja. Und dann habe ich mich einfach... ich habe mich geschämt. Als Bettlerin bin ich mir vorgekommen. Also, was machen Sie sonst alles, um möglichst billig zu leben, sage ich jetzt mal? Ja, also ich habe mich gelernt, bucken. Bucken? Ja, bucken. Wenn die in den Laden gehen, sie dürfen nie so posten. Ah. Sie müssen bucken und dann ist das Billigste da unten. Ja, ach, da, ja. Das haben Sie gelernt. Das musste ich lernen, ja. Ja. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört, aber das ist eindrücklich. Ja. Ja. Man lernt alles. Ja. Nächste Woche werde ich 75 und ich habe mir es anders vorgestellt. Mhm. Seit 28 Jahren keine Ferien mehr gehabt. Mhm. Das ist, kannst du eben gegessen. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in einem Kaffee war. Das ist auch Luxus. Ja, eben auswärts essen, all das, da kommt gar nichts. Also, man hat keinen Kontakt mehr mit niemandem mehr. Ach. Ja. Also einsam macht es auch noch gerade? Ja, also, Ihre Freunde ist schon früher so. Noch. Ich habe noch eine gute ehemalige Arbeitskollegin, die zu mir hebt, aber es ist nur eine. Die anderen haben sich alle abgewendet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so, also das ist... Ich kann jetzt darüber reden, aber am Anfang, ich weiß nicht, sie mag sich erinnern. Ja. Ich bin also... Sie haben mich müssen trösten, wenn ich da brüllt habe, da rein. Ja. Danke vielmals. Ich habe sie nicht einmal noch... Wir sind sogar ins Gespräch. Ja. Also ich heiße übrigens auch Monika. Aber ach, sicher? Aber immer gesagt, Möhne dein. Ich heiße auch Monika. Ja. Und mir hat man zeitlang auch Möhne gesagt. Ja. Aber ich habe gefunden, als Mona kind ist... Als einfach Möhne. Ja, ja, das Möhneli. Oder Mone, oder Möhneli, oder Mone. Also, alles Gute, Monika, in dem Fall. Ja. Sind wir jetzt Duzis. Danke vielmals. Eine schöne Weihnachten. Ja, danke. Gleichfalls und ein gutes Neues. Ihnen auch eine schöne Weihnachten. Danke schön. Das Schicksal von Monika berührt mich sehr. Im Alter von Armen, obwohl man das Leben lang gearbeitet hat. Altersarmut ist in der Schweiz ein grosses Tabu. Dabei betrifft es eine Viertelmillion Menschen. Mein zweiter Tag fängt das Winterthur an, in der Zentrale von Tischlein deck dich. In diesem riesigen Lager werden die Lebensmittel sortiert und rausgeschickt an die Verteilstellen. Ja. Reis. Und das sind, glaube ich, alles so Pulversoßen. Genau. Hey, aber das ist ja krass. Also, ist all das, was ich hier sehe, das wäre eigentlich alles für den Müll. Genau, ja. Das wäre alles für den Müll, ja. Hey. Ja. Ich finde es krass. Das ist... Das ist alles Orangensaft. Weiss man eigentlich, weißt, wie viel Food es gibt in der Schweiz? Zum Beispiel weißt, so pro Person. Ja, also pro Person bis zu 330 Kilogramm Food Waste gibt es. Im Jahr? Im Jahr, ja. Und da kannst du dir vorstellen, ungefähr 150'000 Lastwagen voll befüllt mit Food Waste von der Schweiz bis auf Madrid. Ja. Okay, also eine Lastwagenkolonne von der Schweiz bis auf Madrid. Ja, voll mit Food Waste. Extrem viel, ja, oder? Das ist wirklich richtig krass viel, ja. Ja. Und wir sind froh, können wir da
können wir da ein bisschen mithelfen. Ja. Nach den Begegnungen gestern fährt man das doppelt ein. Die einen haben gar nichts und die anderen genug, um einen grossen Teil zu verschwenden. Über die Hälfte des Food Waste entsteht beim Anbau und der Verarbeitung. Ein kleinerer Teil beim Detailhandel und der Gastronomie. Und für über ein Drittel des Food Waste sind wir Konsumentinnen und Konsumenten verantwortlich. Mit dem, was wir zu Hause wegschmeissen. Der Suppi und ich holen eine neue Ladung Esswaren ab. Also, das ist jetzt eine Gruppe. Jetzt können wir nachher hinter ins Lager schauen, was sie so alles für uns haben. Ja. Und das laden wir dann schön ins Auto rein. Ja. Alle Grossverteiler geben feurige Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen ab. Tischlein deck dich kommt am meisten über von Coop. So, jetzt kommen wir hier rechts. Jetzt kommen wir hier rechts rein. Perfekt. Das ist so der Ort, wo du nie hinkommst. Genau, ja. Hallo. Ah, hallo. Super. Guten Morgen. Wir können mit dem Wagen holen. Genau, ja, das ist einfach okay. Die Ware. Ist die Annie Mann? Ja, genau. Fitch. Freut mich. Freut mich. Hallo, super. Willkommen im Oberi. Hallo. Also das ist einfach Früchte und Gemüse, wo einfach nicht mehr verkauft werden kann. Entweder wie zum Beispiel das Ablaufdatum erreicht ist oder ja, zum Beispiel jetzt hier eine Zitrone, oder haben wir ein Netzli, da war eine Faule drin und wir können die nicht mehr verkaufen. Oder? Und es wäre ja schade, eigentlich das ganze Netzli zu entsorgen, ja. Nur weil eine einzige Zitrone faul war. Ja, tut ihnen da auch im Herz weh, wenn sie sehen, was sie eigentlich alles am Schluss auf die Seite tun müssen? Es tut einem schon ein bisschen weh, aber ich weiss auch ganz klar, dass der grösste Teil nicht bei uns anfällt. Oder? Ja. Dass der Handel eigentlich relativ einen kleinen Anteil an diesen Produkten hat, die wirklich entsorgt werden. Ja. Und wir versuchen halt auch, oder, mit den ganzen Hilfsmitteln, die wir haben, die Bestellung so gut wie möglich anzupassen. Ja. Vielleicht so ein kleines Beispiel. Oder? Es gibt einen Tag, da sind Radieschen wunderschön und gross. Ja. Und dann verkaufen wir die extrem gut. Das heisst, wir bestellen ein bisschen mehr auf den nächsten Tag. Am nächsten Tag sind Radieschen vielleicht ganz klein. Und dann kauft der Kunde einfach nicht mehr. Und das sind einfach so Produkte, die dann halt einfach übrig bleiben, weil jeder will selber das grösste und schönste Produkt. Und dementsprechend ist es für uns einfach sehr, sehr schwer zu einschätzen. Wir versuchen aber auch mit ganz viele Hilfsmittel, das einfach immer wieder zu reduzieren, dass eigentlich so wenig wie möglich wirklich am Abend übrig bleibt. Ja. Und, ja. Also, was hat es sonst noch da? Zum Beispiel noch so ein Granola-Müsli. Wieso muss das weg? Das ist jetzt am 14.12. das Haltbarkeitsdatum, also Verkaufsdatum abgelaufen. Ja. Das heisst, ich darf es nicht mehr verkaufen. Aber wie lange kann ich das noch brauchen? Ohne Problem. Also, wenn das trocken gelagert wird, dann kann man das ohne Problem noch, Wochen, Monate genau behalten. Ja. Aber macht denn so ein Haltbarkeitsdatum überhaupt Sinn, wenn man es eigentlich noch so viel länger behalten kann? Ich denke, das ist vielleicht etwas, das dann eher an die Politik geht, wie an mich. genau, aber cool. Soviel ich weiss, gibt es ja diverse Bemühungen, dass man das abschafft. Tut, verlängern tut oder ja. Einfach ausnutzen tut sicher, dass man die Produkte noch weiterverwenden kann. Oder einfach, die Leute sich auch bewusst sind, dass ein Joghurt vielleicht nicht schlecht ist, nur weil das Datum jetzt heute abläuft. Da wird ja nicht um Mitternacht schlecht. Ja, sondern wenn man daran schmeckt und sieht, es schmeckt noch fein, es sieht gut aus, es ist nicht aufgebleit, dass man sich das vielleicht einfach mal getraut, um am nächsten Tag auch noch essen. Ja. Danke vielmals. Danke auch. Schöne Feste, schöne Weihnachten. Ich merke, um etwas zu ändern, braucht es alle. Die, die Gestell füllen, aber auch uns, die gehen posten. Der Suppi und ich werden schon bei der nächsten Abgabestelle erwartet. Zu Münchwilen im Kanton Thurgau. Hallo miteinander. Hallo, hallo. Hallo miteinander. Mona. Markus, freut mich. Also da wäre der Lieferschein. Ja, danke. Fange ich mal an ausladen. Ja, da können wir das halt nicht auslesen. Ja, ist so, ja. Hallo. Dann könnt ihr alles eigentlich jetzt auspacken oder lasst ihr es so in diesen Dingen? Nein, auspacken, was geht. Was schön präsentieren. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist eben wichtig. Sicher? Ja, weißt du, dass die Leute auch das Gefühl haben, dass sie gleich eine Augenhöhe, dass sie gleich viel Wert haben wie mir. Ah ja, da wird schon. Also, ja, da wird schon. Kannst du denn gleich zu mir? Bananachips. Armut in der Schweiz trifft nicht alle gleich. Besonders betroffen sind zum Beispiel alte Menschen oder Leute mit wenig Bildung, Migranten von außerhalb von Europa und Alleinerziehende, also vor allem Frauen. Auch eine grosse Gruppe sind zurzeit Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine, wie die beiden Schwestern Alexandra und Olga. We can choose
This is like a tomato for sauce. Das ist Tomatensauce. May I ask you? Yeah, yeah. Darf ich fragen, seit wann sind ihr da? Since when? Since March. Since March? Yeah. We live in Kharkiv. Das ist the west part of Ukraine. Yeah. And 1 week we stay, and we stay in the basement of our house. We have six floor houses. Yeah. And bombed roof of our house. And the next day bombed another site nearest, yeah. And we decide we must go. Yeah. Yeah. Now you're here in Münchwilen. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay, so. Von dem könnt ihr Eis nehmen. Do you know the Rösti, kennt ihr? Das ist Rösti. Ja, das ist Rösti. Typisch schweizerisch. Geraffelte Herdöpfel. Oh, wow. From, made from potatoes. I think we must try it. Yeah, it's very nice. Chocolate, das ist for your soul. Yeah. What? A lot of Gemüse, ja? Ja. Ich mag Pepperoni. Вот это? Ja. Das ist Ulla. Tschüss, das. Wie wichtig ist es für euch, dass ihr hierher kommen könnt? Very important to come. Of course, they help us, and I can come here. It's a help us in our life a lot, really. Yeah. Also, Olga, danke schön. Danke schön. Und alles Gute. Alles Gute. Ja, okay. Schönen Abend und schönen Film. Ja. Und in der Schweiz sagt man Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss oder Ciao. Tschüss. Tschüss. Kannst du zwei von denen aussuchen, auch zwei verschiedene? Ja, dann würde ich ein Rivella nehmen. Ja. Und ein Moonspring. Was? Das ist das. Genau. Aufgefallen ist mir auch die Laura, weil sie so jung ist und mit dem Baby hier kommt, Lebensmittel holen. Gut, ich hoffe, es ist fein. Das ist es. Gut. Ah, du kennst es. Ich kenne es schon. Hast du auch schon hier bekommen? Genau, ja. Okay. Aus welchem Grund bist du in der Situation, dass du hierher kommst? Ich bin beim Sozialamt angemeldet, ja. Weil ich habe ein zweites Kind noch, ein grösseres, einen zweieinhalbjährigen Sohn. Ah, ja. Und hier ist es mit Arbeiten einfach schwierig geworden. Ich bin noch ziemlich jung und mit dem Sohn 21. 21? Ja, genau. Okay. Und ich habe den ersten Sohn mit 18 bekommen und jetzt den zweiten mit 20. Okay, ja. Und es war eine Herausforderung. Das glaube ich. Und dann hat sich alles ein bisschen anders erwiesen. Und somit bin ich auf dem Sozialamt. Und dann habe ich das hier meine Grossmami kennengelernt, weil sie einmal auch da hingeht. Und ja, es ist sehr wichtig und ich bin froh, dass es das gibt. Dort vorne gibt es nur so Babysachen. Spezi. Das wäre natürlich super. Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, so viel wie ihr dürft es geben. Und von dem auch schon? Ja, gern. Das ist super. Ist gar gut. Also, hey, schau, jetzt kommen wahrscheinlich dann schon die Nächsten. Ja, das ist doch gut. Also, super. Alles Gute, gell? Tschüss, tschüss, Laura. Tschüss, danke. Da wäre eine. Ja, ist schon gut. Tipptopp. Sind die ja verwandt? Sie ist meine Mutter. Meine Mutter. Ich bin Tochter, ja. Okay. Genau. Und ich, also, du bist Tochter, Mama. Ja, genau. Und Sander, wo sie vorher gesehen haben, ist ihre Tochter. Wo sie vorher geführt haben. Laura. Genau. Ah, mit dem kleinen Baby? Ja, das ist meine Tochter. Genau. Ah, ihr seid drei Generationen? Ja, ah, okay. Und das andere ist mein Enkel, der die Laura liebt. Ja. Also, aber die Laura wohnt nicht bei uns? Nein, sie wohnt nicht bei uns. Aber sie kommt immer nach dem Tisch, dann deckt dich auch zu uns heim. Sonja und Martina laden mich ein, sie heim zu begleiten. Die Laura und der kleine Kian wohnen nicht weit von hier, zusammen mit dem Vater des Babys. Ihren Partner sei gerade auf Jobsuche, erzählt Laura. Die Martina ist 41 und hat seit ein paar Jahren eine IV-Rente, aus gesundheitlichen Gründen. Auch ihre Mutter Sonja hat wegen einer Krankheit schon IV gehabt. Heute lebt sie von einer kleinen Rente. In diesem Haus im Parterre wohnt am Rheins. Entschuldigung.
Der Bub hier ist nicht etwa der ältere Sohn von Laura, sondern das zweite Kind von ihrer Mutter Martina, also der Halbbruder von Laura. Er heisst Nevio. Ja, der ist. Oh, ja, okay. Ach so, Beim Nevio ist vor kurzem eine seltene Krankheit diagnostiziert worden. Grund ist ein Gendefekt. Er entwickelt sich langsamer und hat Koordinationsstörungen. Dina kommt einfach wieder den Rest wegessen. Das ist aber fies, du. Aber das ist jetzt schon noch heftig, weißt? Jetzt hast du hast eine Krankheit, kannst du nicht mehr arbeiten. Du hast IV gehabt, weißt? Überlege dir auch manchmal, du, aber trifft es eigentlich immer uns? Ja, das habe ich mir schon überlegt, ja. Weil ich habe gemeint, dass er gesund ist, nochmal auf die Welt gekommen, alles. Und nachher ist es mal rausgekommen, ja, weil man merkt, dass er immer umfliegt, dass er einfach die Fortschritte macht, die eigentlich sollten sein. Ja. Der Nevio sieht seinen Vater übrigens fast täglich, obwohl seine Eltern nicht mehr zusammen sind. Aber noch gut befreundet, sagt Martina. Vier Generationen an einem Küchentisch. Ich spüre, der Zusammenhalt ist gross. Wie ist das? Weißt, du bist ja selbst so früh Mama geworden, oder? Du hast sie mit 20 gekannt. Ja, mit 20 habe ich ist das, weißt, wie ist das für dich, wo du gehört hast, Laura ist 18, wird Mutter? Ja, ich bin zuerst schon ein bisschen verschrocken. Ja. Ich dachte, ja, später, okay, aber nicht so früh. Ja. Ich weiß selber, es ist recht streng, auch so früh. Aber hast du dir, weißt, hast du Sorgen gemacht wegen der Zukunft von der Laura? Ja, das auch. Aber wegen der Lehre, wo sie dann, ja. Alles, ein bisschen. Ja. Und hast du die Lehre fertig gemacht? Nein, die habe ich nicht fertig gemacht. Nein. Ja. Wieso? Es ist einfach schwierig geworden. Es ist einfach auch, ich bin jetzt ganz ehrlich, eine Überforderung rum. Ja. Es war halt einfach schwierig, um das alles unter einen Hut zu bringen. Ja. Und ja. Ja. Ich habe gefunden, sie hätte die Lehre auch fertig machen können. Ich habe gesagt, dass ich sie unterstütze dabei. Ja. 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 Also du hast das Gefühl, es wäre wichtig, dass sie fertig. Ja, ich finde schon wichtig, weil ich merke es auch bei mir selber. Ja. Erzähl. Ich habe selber keine Lehre, also ich habe keine Lehre gemacht. Ah, okay. Ja, ich habe einfach immer geschafft. Okay. Also ja, in der Pflege, im Verkauf und überall nicht geschafft. Eigentlich haben die ja fast eine ähnliche Geschichte, oder? Oder? Ist schon noch. Wiederholt sich immer wieder ein bisschen. Ja. Dunkt's mir auch. Ja. Ich habe jetzt, weißt, so die Zahlen auch angeschaut, was für Leute sind arm in der Schweiz oder leben so an der Armutsgrenze. Und alleinerziehende Mütter, meistens sind es ja Mütter, die alleinerziehend sind, das ist wirklich, also das ist einfach, die sind so viel mehr von Armut betroffen. Du musst eigentlich bis auf den letzten Rappen einsparen, irgendwo, wo du kannst. Ja. Auch beim Posten musst du wirklich alles aufgeschrieben, aufgeteilt haben, dass ja, durchkommst, dass jeder sein Essen hat. Ja. Ja. Wir würden gerne irgendwie einfach Sachen machen können, die vielleicht andere machen können, können es nicht. Dann sind wir halt mehr daheim. Ja. Ja. Und weißt, wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich dann? Ja, dann. Man ist viel alleine halt. Man gewöhnt sich irgendwann dran, aber man ist auch einsam, ja. Das stimmt. Man ist auch dann ein bisschen traurig, alles, ja. 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 Und Angst hat man natürlich auch. Ja. Das kommt dazu. Ja. Was sind so deine? Wie es weitergeht mit den Finanzen. Ja, ob man sich irgendwann wieder mal etwas leisten kann, auch mit dem Kind. Alles ein bisschen. Ja. Und was hilft in so einem Moment? Kinder. Ja. Ich muss einmal noch die Kinder anschauen und dann ist die Welt schon wieder besser, viel besser. Ja. Dann lenkt es einem auch ab. Ja. Ja. Du, was wünscht ihr euch? Vielleicht auch für deine Buben? Dass sie nicht das Seich mit einem Lehrabbruch machen, den ich gemacht habe. Es geht zwar noch ein paar Jahre, aber es soll nicht gleich rauskommen. Sicher, also dort wirst du darauf schauen, dass. Ja. Ja. Dort schauen sie dann auf die Finger. Wir sollen mal zusammen schnell einen Dino holen. Ja. Ja. Guten Morgen, Winterthur.
Mein dritter Tag bricht an. Hier im zentralen Lager von Tischlein Deck Dich werden jeden Tag 7 Tonnen Früchte und Gemüse angeliefert, die freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann sortieren. 7 Tonnen, die sonst einfach im Abfall landen würden. Jeden Tag. Jetzt haben wir hier die Erdbeere im Winter, gell? Am Schluss dann gleich niemand weg. Ich sortiere Gemüse und Früchte mit der Marianne, einer ehemaligen Hauswirtschaftslehrerin. Aber was mache ich jetzt da mit diesen Rüebli? Also, sag jetzt. Mal. Schau jetzt, jetzt habe ich hier so Rüebli. Schau mal, nein, die sind ganz weich. Ja, die kannst du forttun. Okay. Ich meine, all das, weißt, was wir jetzt hier anschauen, ja, da würde ja sowieso alles vorgeworfen werden. Also wir stehen ja Tarzberg, wenn ich sehe, wenn man alles da reinrühren muss. Also da ist da wird Biogas, da ist dann niemand mehr. Nein. Ja. Weißt du, was sagt das aus über unsere Gesellschaft? Wir haben zu viel Geld. Weißt du, wir müssen sparen. Wirst du anders einkaufen? Und wirst die Sache bis am Schluss brauchen, oder? Ja. Nach dem ersten Tag bin ich heimgegangen und habe in meinen Kühlschrank geschaut und ich habe mich geschämt. Ja. Weil ich bin genau auch ein Teil des Problems. Weißt, ich schiebe ein frisches Gemüse, tue eine Formen rein, ja, hinten dran modert irgendwie noch ein Brokkoli vor sich hin. Ja, 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 ja. Also. Ich muss mich auch etwas an der Nase nehmen, das muss ich auch sagen. Vor allem, wenn man allein ist, ja. Das heisst ja immer, man sollte also allgemein nie mit leer mit Hunger posten. Ah. Ich muss nach dem Essen posten. Ja. Und dann kaufst du nämlich nur das, was du brauchst. Und wenn man die Heimreste Reste hat, wenn man nicht alles aufessen mag, dann kann man doch so feine Restensüppli machen. Das ist wunderbar. Wir haben zu viel Geld, findet Marianne. Und wahrscheinlich hat sie recht damit. Ja. Pro Jahr rührt nämlich jeder von uns Esswaren im Wert von 620 Franken fort. Geld, das im sprichwörtlichen Kübel landet. Das ist meine letzte Ladung, Suppi. Wie? Der Abschied naht. Ja, der Abschied naht, ja. Wie hast du ihn gefunden da bei uns? Hey, ich habe es extrem beeindruckend gefunden. Also, weißt du, wenn du siehst, was mir alles vorbereitet. Ja, es ist wohl die Rückseite, sagen wir es so. Ja, das stimmt, ja, ja, wirklich. Die Rückseite von unserer Konsumwelt. Genau, ja, das ist so, ja. So ein, ja, ja. Hey, danke vielmals. Hey, danke dir auch, Mona. Ciao, Suppi. Ciao, Mona, tschüss. Ciao. Besonders nahe gegangen sind mir in diesen 3 Tagen die Begegnungen mit den armutsbetroffenen Menschen. Ihre Realität nimmt man in der reichen Schweiz nur wenig wahr. Darum ging ich einen letzten Besuch machen. Das Dietiken, in einer Siedlung neben dem Gleis. Hier lebt nämlich die Rentnerin Monika Steiger. Wie gesagt, ich lebe einfach und armselig. Und ich schäme mich fast ein bisschen. Ich freue mich, dass ich dich gesehen habe. Ja. Dass du gesagt hast, ich darf kommen. Ja. Weil ich habe nichts zu verbergen. Kommt rein. Danke. Grüße. Danke vielmals. Ich kann schon was sagen. Hoi, hoi. Hallo. Kannst du die Jacke da? Ja, darf ich die geben? Ja, ich gehe schnell da hin. Ich wohne jetzt schon 50 Jahre da, also 51. Was? 51 Jahre wohne ich hier. 51 Jahre wohnst du hier? Ja. Leck. Wie viele Zimmer hast du denn? Also im Ganzen 3. Ja. Das ist meine 50-jährige Stube. Der Boden ist nicht mehr schön. Das kann ich nicht mehr führen, das geht auseinander. Das möchte ich alles entsorgen. Da hat es also nur noch eingestopft. In diesen Zimmern schlummern ganz viele Erinnerungen. An gute, aber sicher auch an schwere Zeiten. Hier hat Monika ihren Sohn aufgezogen und später ihren Mann gepflegt, bevor er verstorben ist. Ja, das ist auch noch mein Mann. Er ist halt an allen Orten, er ist immer bei mir. Ja. Ich rede auch immer noch mit ihm, es ist alles noch so da. Er kann jederzeit wieder reinrücken. Jö. Ja, es ist verrückt, 56 Jahre lang zusammen gewesen. Ja. Tag und Nacht. Ja, und eben noch so lange gepflegt am Schluss. 16 Jahre im Ganzen. Ja. Bleiben sind aus dieser Zeit offene Rechnungen von 9'000 Franken. Um das abstottern, muss Monika jeden Franken zweimal umdrehen.
Also eben, ich habe herausgefunden, dass jeder und jede von uns für 620 Franken Essen vorträgt. Ja. Was könntest du anfangen mit 620 Franken? Ich habe so lange einen Traum. Ich habe so lange einen Traum und da träume ich schon jahrelang. Also da muss ich nur da rausstehen und in den Zug schauen. Ja. Ich möchte mal die Schweiz kennenlernen. Ich möchte mal in den Zug sitzen und am liebsten möchte ich so in hat ja Restaurant in Zug, habe ich gesehen. Ja. So dort sitzen, etwas Feines essen, Wein trinken und die Schweiz mal bereisen. Das Geld habe ich nie. Das sind nur Träume. Das sind Träume. Ja. Ja, also das wär dein Traum. Ja, ich hoffe so fest, dass der Traum irgendwann gleich noch in Erfüllung geht. Das wäre jetzt so einer, oder? Gell? Ja. Wo du würdest nehmen. Und der hat sicher auch ein Speiserestaurant. Ja, da war ich am da und träume. Ich denke, es wäre mal schön, so im Zug sitzen und die Schweiz bereisen. Ja. Ja, da ist es. Der kein Speiserestaurant. Nein, ja, dann wird nicht. Ihre Träume und der Humor sind das Einzige, was er das Leben nicht hätte nehmen können, sagt Monika zum Abschied.